Entschuldigen Sie. Diese andere Welt. Links, rechts, Split. Wegen Ermüdung. Hallo. Hallo. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät. Ja. Wir machen jetzt Science-Based Training. Heute Morgen haben wir die linke Seite trainiert. Jetzt trainieren wir die rechte Seite. Okay. Wie ihr seht, trainiert Dominik, seitdem er sein Training von Fabian Huber machen lässt, nur noch mit Reps in Reserve. Session, wo wir die linke Seite trainiert haben. Die war ganz anstrengend. Die war gut, ne? Das ist auch wegen so dem Central Fatigue, ist deutlich besser. X-Men Training nennt man das. Erst links, dann rechts. Ja. Dauert nur ein bisschen. So haben wir im Video auch noch nicht angefangen. Was geht ab, Leute? Das war wir das trainieren. Push. Was? Kannst du das nochmal sagen? Falscher Arm. Es gibt so ein cooles. War das jetzt 3 Reps in Reserve oder was war das? Das war auf jeden Fall. War vor allen Dingen, das war 9 Kilo. Du warst da. Ich habe jetzt einfach, wegen der Pause zwischen den Seiten, habe ich gerade auf der linken Seite, die eben schwächer war, 20 Kilo mehr gemacht und mehr Reps als auf der rechten Seite. Ja. Chaos, Digga, Chaos. Also ich habe 9 mit einer Rep in Reserve und 8. Also ich habe gut getroffen. Das ist bei mir auch einfach nicht so wichtig. Digga. Immer dran denken. Full Motor Unit. Da sieht man die mechanische Spannung. Oh, du sollst doch keine Force Reps machen. Force Reps sind schlecht. Keine Force Reps. Ey, bei Seitheben darf ich Teilwiederholung machen. Steht das da? Ja. Wo hat die Studie sich denn hergezogen? Ich habe gesagt, ich will Teilwiederholung machen. Ah, okay. Wir haben da so eine Absprache, dass man auch ein bisschen Spaß haben darf. Das ist die einzige Seitheben-Übung, die ich drin habe. Wir haben meine vordere Schulter ein bisschen depriorisiert. Seitlich auch ein bisschen depriorisiert. 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 Ihr werdet es nachher im Formcheck sehen. Die Trainingsplananpassung oder die Trainingsanpassung oder die Reduzierung des Volumens hat definitiv Früchte getragen. Denn die Muskeln sind noch da. Ja, wirklich. Beinchen sind diesmal noch komplett vorhanden. Mit Beinchen gibt es im Formcheck. Das unterstreicht meine Erfahrung, dass Leute, die richtig trainieren können, in der Regel zu viel machen. Weniger ist manchmal mehr. Vorausgesetzt, ihr könnt richtig trainieren. Ja, das ist es. Daran scheitert es halt bei den meisten. Ja, und sonst, wenn ich Push trainiere, also wirklich, ich bin nur mega zufrieden, weil ich aussehe, als wenn ich plötze, ne? Jetzt ist echt. Wir werden alle dumm. Wir werden richtig dumm. So, genug geschnackt. Wir werden jetzt unseren Humerus in einer leicht abduktierten Position depriorisieren. Halt's Maul, ich dachte ja lieber mich lustig. Griffe nicht greifen, sondern immer über das Handgelenk drücken, damit die Griffkraft nicht der limitierende Faktor bei Trizeps-Extension ist. Aber ich dachte, guckt euch die Keulen an. Handgelenk ist bei mir wirklich, ich merke das, wenn ich so Handgelenk. Das stimmt. Ja. Und für den langen Kopf gefühlt den Ellbogen nach hinten schieben, dann trifft er den nämlich voll. Und dann braucht ihr auch keine Übung über Kopf. Weil das Setup nämlich mit Ellbogen neben dem Körper ist viel effektiver für den langen Trizeps. Die Diskussion würde ich gerne mal mit Justin und Ja, ich weiß, er macht das immer. Der Erfolg gibt Justin recht. Das heißt, ich sage ja nicht, dass man sie nicht braucht. Aber gerade für dicke Bodybuilder ist das ja immer eine Position, wo man sich ganz, ganz schnell auch mal eine Entzündung im Ellbogen holt. Also von daher, ich habe es komplett aus meinem Plan rausgeschmissen. Ich trainiere meinen langen Kopf nur noch neben dem Körper. Wie trainierst du den langen Kopf? Dadurch, dass ich Vollgolduhren an meinem linken Arm trage, ist der immer einen Zentimeter größer als der rechte. Ich habe das versucht, durch Vollgoldringe an der rechten Seite zu kompensieren, aber da fehlen noch ein paar. Wir sind am Überlegen, für den zweiten Invictus Cup Rolex als Sponsor anzufragen. Das wäre brutal. Das wäre geil. Und der nächste dicke Junge. So hart war es noch nie in deinem Leben, ne? Nee. Das ist die beste Form deines ganzen Lebens. Ja. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Dass deine Waden so frei sind. Ja, es ist nicht Peppers hier, also ich sehe wirklich aus wie. Ah, sieht ganz anders aus. Ja, und das Krasse ist, mir tut auch alles weh, wenn ich mich anfasse. Also so richtig. Komisch. Aber Sehnen und so tun noch nicht weh, ne? Nee. Gut. Meine Fußsohlen tun mir weh, kennst du das? Ja. Weil man so hart ist, dass man nicht mehr hinaufhören kann? Nee. Meine Beine sind so dicht von drei Sätzen Beinstrecker. Scheiße, dein Geschwür. Ja, was ist hier los? Das sind die. Ja. Ich unterstütze ein bisschen. Nicht so laut. Sorry, sorry. Hier wird gedreht. Die Leute brauchen ein bisschen Hilfe, weißt du? Wir sind für alle da in dem Weg des Gym. Das ist bodybuilding. Richtig Spaß beim Training, ohne Scheiß. Ich
feiere es voll. Hä? Progress machst. Ja, und weil ich es einfach geil finde. Ich habe einfach Schulterschmerzen. Vom Stabilisieren. Das übrigens waren 4 Rips in Reserve. Achso, das war noch so, das ist okay. Das war Schulterversagen. Das ist jetzt der gute Abend, weil da hängt die schwere Uhr dran. Ja, das ist ja auch leichter. Fällt von alleine runter. Dich. Das ist abartig. Du machst behindert meinen Progress. Nicht, dass ich hier wieder Mecker kriege, weil ich nichts Influencer hier vloggen wollte. Wir sind in Hamburg angekommen nach. Oh, ich hab so Schulterschmerzen, Digga. Fick mein Leben. Ja. Der Derigent bei mir? Nein. Aber ist noch ein Bild von mir. Da ist Justin. Also volles Haus, Leute. Und in den nächsten Tagen kommt das alles auf meinem YouTube als Vlog. Deswegen gibt es hier weniger. Ja, hier sind nur Athleten von uns, oder? Stimmt. Das ganze Studio ist voll. Ja. Heute ist Team Bodybuilding Company und Matzen. Yeah! So, jetzt ja, machst du Team Matzen. Bodybuilding Deutschland. Das ist ein Vorteil. Winning Circle. Ganz genau hinschaut, dann seht ihr, wie die Aktin und Myosin-Filamente ineinander greifen. Aber gut, beide gut. Der Kabelturm läuft richtig geil, Mann. Ja, der ist gut. Ja. Der ist asozial schwer eigentlich. Ja, ich dachte, du ja, weil ihr beide voll auf Stoff seid, Alter. Was? Die ganzen Weiber hier mit so einer Männerstimme rumlaufen, weil wechseln können. Ja, als ihr das machst, du Stoff gibst. Bist du mal leer zu Hause, Alter? Ey, ich hab doch erst 2 Mal gespritzt, warum ist die Flasche schon wieder leer? Mit dem Rasierer aus dem Bad. Bisschen komisch für euch vielleicht, aber das war ein Rap in Reserve. Ja, die ist fies, weil sie oben schwer wird, ne? Also, es sieht nicht aus wie One Rap in Reserve. Aber die werden nicht mehr kommen. Aber das wäre eigentlich. Normalerweise lasse ich oben die Viertelkontraktion aus, wenn die so schwer werden. Aber jetzt ist scheißegal. Ja. Schön. Komm, hol sie. War eher 0,5, oder? Na. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch gekommen wäre. Ich finde, bei den Pressen, die in der Kontraktion schwer werden, verhaut man sich am ehesten. Weil du denkst dir so bei 6, 7 easy und dann kommt die nicht mehr. Das ist übrigens mein Lieblingsbeinpress. Dabei tat es weh? Jetzt nicht. Ich wollte sagen, es sah nicht aus, als ob es. Nee, wenn ich leichter mache, dann nicht. Mit leicht, das waren 6 Reps oder so ein Versagen. Das waren 15 Reps plus ein RP mit 3. 8. Und da habe ich nach der 9. Rip aufgehört. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Als ob dieser Gewichtsunterschied einen Unterschied für den Stabilitätsmuskel macht. Zumal, wenn du ins Versagen trainierst, ist ja eh alles platt. Willst du mir jetzt sagen, dass es keinen Sinn macht, dass es wehtut? Ja, wenn ich dann noch weiter runtergehen würde, meine normale Range of Motion, würde es reinziehen. Ich weiß genau, wann es anfängt, wann es reinziehen würde. Die 10. Rip hätte reingezogen. Dann wäre mir das Gewicht wieder runtergefallen. Ja, ging jetzt schon. Kann ja nichts mehr sagen. Du wirst da auch einen kleinen Faserriss oder eine Zerrung drin haben, die halt nicht aufheilt. Ich habe eine Zerrung, keine Beine trainiert. Ja, aber das ist halt nicht ganz weg. Und jetzt hast du sie wieder einmal gezwickt. Heute geben sich ja aber wirklich alle die Klinke in die Hand. Na komm, Lockout! Diese kleine Hure. Die wird so schwer hinten raus. Aber 6,5. Also die 6 habe ich gut getroffen mit der Rap in Reserve. Ah, herrlich. Mann, die fühlt sich aber eigentlich gut an. Ich finde die geil. So ein bisschen müsste ich noch mit dem. Man muss die halt sehr angreifen spielen. Die ist ein bisschen zu. Ah ne, die kann man nicht mehr enger machen, den Arm, ne? Nee, ne? Die enger geht leider nicht. Ich würde sie auch einen 14 Tick geiler finden. Ja, so ein Millimeter, also so 2 Zentimeter vorbei. Deswegen finde ich auch die Nitro besser als die. Weil, also die ist vom Winkel eigentlich gleich, aber die ist ein Tick enger von den Griffen, die Nitro. Ja, schade. Aber schon sehr, sehr geil. Und ich finde, es geht. Die wird nicht so sackschwer wie die Hämmer in der Kontraktion. Minimal. Ja. Lass mir mit den einmal hochhelfen. Ja, komm.
Guck mal, das ist ein Leben. Alter, ist das Porno. Boah, ist das sexy, Alter. Die beste Multi ever. Ist das sexy. Ey, jetzt, ich denke mir die ganze Zeit, warum finde ich denn Multipressebank drücken und alles so scheiße bei mir im Studio? Ja, es liegt an die Multi. Wie geil fühlt sich das Ding an, bitteschön, Leute. Das eine in Vermögen. Krass. Alter, also das ist... Es gibt einen Grund, warum wir hier zweimal eine Cybex Multi haben. Ja. Und zwar die Cybex. Hardcore, das ist ja geisteskrank. Da macht der Multipresse beim Drücken richtig Spaß. Auf Schrittmomentum und so, ist killer. Krass. Und selbst, guck mal, ich mit meiner zerfickten Schulter kann hier ohne Probleme Schulter trainieren, mir tut gar nichts weh. Wir haben diesen schwulen Kugellager und ich habe immer das Gefühl, ich schiebe das irgendwie in so einen Widerstand rein, ne? Weiß ich nicht. Hm? 0,5 Reserve. So, ihr habt gesehen, ich musste leider einmal ganz kurz das Push-Training für mich beenden, da kam der Job dazwischen, aber jetzt bin ich wieder da und da habt ihr die ganze Zeit drauf gewartet. Ein richtiger Formcheck von Dominik, der schon fucking inside out peeled ist. Minimal Pump hat er sich inzwischen schon wieder verflüchtigt. Ja, toll. Aber wir zeigen euch jetzt mal alle Mans Physikposen. Auf geht's. Ja. Okay. Yes. So, warte. Dann verwechsel ich das hier. Boom. Frontline-up. Abartig. Und Quarter-Turn. Arsch rein, Arsch ist fest und streifig. Schön. Und Quarter-Turn. Yes. Beuger rein, zack. Und Quarter-Turn. Und Luft. Yes. Und Front. Double Biceps. Abartig. Die Taille ist so schön schmal, Mann. Und Lat Spread. Beine schieben. Okay. Und Side Chest. Die Transition finde ich übrigens richtig geil. Jawohl. Okay. Und Back Double. Und Lat Spread. Und die wird jetzt crazy. Zack. Up. Yes. Jawohl. Denk an die Adduktoren. Jawohl, so ist gut. Und Trizeps. Luft, Luft, Luft. Okay. Und Abs and Thighs. Schön und muskulär. Luft ganz raus. Jawohl. Und einfach weil es so schön ist, your favorite classic pose für die Hater. Justin Musiol Gedenkpose. Ich würde sagen, wir sind in einem sehr, sehr geilen Spot für 4 Weeks Out. Form ist jetzt besser als letztes Mal auf der Bühne. Und das vor allen Dingen, also KFA-technisch ähnlich würde ich schätzen, aber was viel besser ist, die Beine sind noch komplett da. Die sind nicht groß neu dazugekommen, also klar sind die ein bisschen dicker, aber du hast sie das letzte Mal in der Diät einfach zum Ende hin ein bisschen verloren. Ja. Und das würde ich tatsächlich Großteil des dem Training zuschreiben, dass Dominik sich da einfach nicht wegmacht und jetzt einfach minimalstes Volumen fährt, was auch noch regenerierbar ist. Ne? Ja, durchgehend progressiv. Ja.
Ohne Essen? Ja, es tut mir leid, mein Lieber. Nee, ja. Läuft. Ich bin, muss es sein. Ich bin extrem zufrieden. Alicante wird absoluter Abriss mit 8 Profis am Start. Also ihr könnt euch auf jeden Fall was gespannt machen. Vielleicht gibt es noch mal einen kleinen Sneak Preview kurz vorher, aber soweit sind wir erstmal set. Danke fürs Zuschauen. Dieses wunderschöne T-Shirt könnt ihr bald auf almostnetty.de erwerben mit dem Code DOM5. Ja. Oder mit deinem Rabattcode wird es übrigens dann immer den maximalen Rabatt geben. Also auch wenn wir eine Rabattaktion haben, kriegt man mit DOM5 trotzdem den Rabatt. So, danke fürs Zuschauen. Bei Bigson einkaufen, hier auch bei Bigson einkaufen, almostnetty einkaufen, wo auch immer, Coaching, ihr wisst Bescheid. Danke, Abo, tschüss.